Ich heiße Fefen. Willkommen, Stormtrooper. Dies ist mein Let's Play. Marth hätte die Bombe getötet. Gezündet. Gut gemacht, Connor. Du hast Jericho gefunden und ihren Anführer. Ist sie ihn bekommen in seinem Kopf? Jetzt kümmere dich um Marcus. Nein! Wir brauchen ihn lebend. Nein! Nein! Mach das nicht, Connor! Connor! Nein! Ich soll dich lebendig abliefern. Aber ich werde sofort schießen, wenn du mich dazu zwingst. Was soll denn das? Du bist einer von uns. Du kannst doch dein Volk nicht verraten. Du kommst jetzt mit! Oh, das ist das. Ich muss für beide Entscheidungen treffen. Für beide! Der berühmte Abweichlerjäger. Oh mein Gott. Tja, herzlichen Glückwunsch. Du hast wohl gefunden, was du gesucht hast. Für sie bist du nichts. Du bist nur ein Werkzeug für ihre Drecksarbeit. Aber du bist mehr als das. Wir alle sind mehr als das. Wir wissen es bereits. Hast du dich nie gefragt, wer du wirklich bist? Kamskis Worte. Bist du nur eine Maschine, die ein Programm ausführt, oder ein lebendes Wesen, das Verstand hat? Ich glaube, es ist an der Zeit, dass du dir diese Frage stellst. Komm zu uns. Schließ dich uns an. Oh, ich glaube, das will ich machen. Du bist einer von uns. Hör auf dein Gewissen. Entscheide dich jetzt. Abweichler. Okay, warum ist das halte Marcus auf? Ich meine, wir wollen doch jetzt Abweichler werden. Komm. Ich habe immer in der Hintergang, ja, das ist mir klar. Sie werden Jericho angreifen. Was? Wir müssen hier weg. Scheiße. Oh mein Gott. Nein. Das. Was ist los, Kara? Schnell, wir müssen hier verschwinden. Ich muss das jetzt machen. Ich weiß, es ist... Was ist der Typ vom FBI? Wir hatten in der Falle. Scheiße. Schnell, Kara! Sie kommen! Los! Der Korridor da drüben! Los, Mina! Hier da! Los! Hier lang. Weiter vorn muss ein Ausgang sein. Hier rein, schnell!
Schnell! Luther! Sie kommen von allen Seiten. Unsere Leute sind im Frachtraum. Das ist ihr Ende. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Sie kommen jetzt auch vom Oberdeck. Sie nehmen uns ins Kreuzfeuer. Wir müssen fliehen, Marcus. Wir können nichts mehr tun. Es gibt Ausgänge auf dem zweiten und dritten Deck. Findet sie und springt in den Fluss. Wo ist Josh? Ich weiß nicht. Wir wurden getrennt. Wir müssen Jericho sprengen. Wenn es untergeht, evakuieren sie und unser Volk kann fliehen. Das schaffst du niemals. Der Sprengstoff ist ganz unten im Frachtraum. Die Soldaten sind überall. Okay. Sie hat recht. Sie wissen, wer du bist und wollen dich holen kommen. Geh und hilf den anderen. Ich komme später nach. Marcus! Es dauert nicht lang. Irgendwie müssen wir doch da runterkommen. Das ist das Ende von Jericho. Rette unser Volk, Marcus. Komm schon, Marcus, wir müssen weiter. Können, aber ich will auch nicht. Was machst du? Ich lass dich nicht hier. Kara, nein! Los! Ich hoffe, ich habe mich nicht falsch entschieden. Keine Bewegung! Das hättest du nicht tun sollen. Du darfst Alice nicht gefährden. Geh jetzt, bevor sie zurückkommt. Was ist mit dir? Was willst du machen? Ich komm klar. Aber Alice ist alles, was zählt. Ich will dich nicht verlassen, Loser. Keine Sorge. Wir treffen uns an der Grenze, okay? Ich glaub, das macht. Geht jetzt. Passt gut auf euch auf. Aufmachen. Nein, Kara. Weil es ist wichtig. Hätten wir sie retten können? Das werde ich mir jetzt die ganze Zeit fragen. Hätten wir sie retten können? Wir konnten nichts tun. Ich weiß, wer. Wir müssen los. Oh mein Gott, das ist so nervenaufreibend. Der Sprung zwischen den Charakteren. Was war das? Ich weiß. Ich hätte da nichts tun können. Los. Achtung! Sie kommen!
schrecklich. Eingreifen. Nein! Was? Komm schon, ich darf es nicht versauen. Schnell, hier lang! Such North, ich komme nach. Ein Ausgang! Geschafft, Alice! Los, 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 los! Laufen. Steh auf! Er kommt! Er kommt! Runter! Beweg dich nicht! Bitte tötet mich nicht! Ich Na los, wir verschwinden von hier. Nicht bewegen, Alice. Nicht bewegen, Alice. Carver wurde getroffen, oder? Schnell, wir müssen weg. Was? Ah, wir haben es sie haben überlebt. Ich bin doch in so Sachen nicht gut. Warum muss ich das jetzt machen? Ich bin doch darin nicht gut. Oh mein Gott. Zu langsam. Nein! Los! Oh mein Gott, ich darf es nicht versauen. Ich muss North retten. Das gibt's doch einfach nicht. Das ist grauenvoll. Was zur Hölle? Sie haben Sprengstoff im Frachtraum gezündet. Das Schiff sinkt, Sir. Wir sollen evakuieren. An alle Einheiten, sofort das Schiff verlassen und evakuieren. Es ist noch nicht vorbei. Oh mein Gott. Heftig. So. Dermaßen. Heftig. Drei in Jericho, weil alle drei jetzt in Jericho sind. Und für jeden gibt es einen eigenen Weg. Und alles hat sich gekreuzt und... Oh. Heftig. Ja, und das, was hier wahrscheinlich fehlt, ist Simon.
so viele Möglichkeiten. Ich wollte Northrow retten, unbedingt. Also das wäre anders nicht... Nein. Wir hätten wahrscheinlich mehrere Leute retten können. Aber wir müssten an das Wohl von allen denken. Alleine wenn man schon denkt, wo was angefangen hätte. Im Schiff, was hätten wir noch alles entdecken können? Wow. Er hat Lucy getroffen. Er ist ein Abweichler geworden. Das andere wäre kein Abweichler geworden. Dann wäre die Frage, er oder Markus. Ich bin mir sicher, es wäre dann er oder Markus. Nur einer kann überleben. Und Kara. Er ist mit Alice und Luther dahin gefahren. Anders wäre vielleicht nur mit Luther oder nur mit Alice. Ich weiß es nicht. Uff, wir haben die Jericho erreicht. Wird bestimmt wieder irgendwas zu lesen gegeben, aber... Oh, Herrgott, Herrgott. Da, ich denke, wenn ich sie nicht in den Arm genommen hätte, dann wäre da schon Ende gewesen. Ich glaube, das Todstellen hat uns... Ich glaube, das Todstellen hat uns das Leben gerettet. So dass beide entkommen konnten. Das war eine... Wow, was für ein Kapitel, Leute. Und es ist immer noch nicht vorbei. Es ist immer noch nicht vorbei. Ich frage mich echt, so viele Entscheidungen, die wir jetzt hier gerade treffen mussten, nur in diesem einen Kapitel. So viele Möglichkeiten, das anders zu machen. Alleine schon die große Mindblowing-Frage überhaupt, was wäre passiert, wenn wir Connor nicht zum Abweichler gemacht hätten. Wäre es dann ein Ding gewesen, Markus oder Connor? Hätte nur einer von beiden überleben können? Oder was weiß ich, Markus wäre gestorben und Connor wäre doch noch zum Abweichler geworden. Oh. Heftig. So heftig. Okay. Dann gucken wir mal, was uns im nächsten Kapitel erwartet.